erst alle Sprünge gestanden, aber dann im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf gefallen. Nach einem ärgerlichen und auch etwas schmerzhaften Sturz bei der Schrittsequenz ist für Paul-Fans die erhoffte Top-10-Platzierung bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Minsk schon in weite Ferne gerückt. Der Berliner nimmt nach dem Kurzprogramm nur den 17. Rang ein und blieb wie schon am Mittwoch Nicole Schott aus Essen und die Mannheimerin Nathalie Weinzierl deutlich hinter den Erwartungen der Deutschen Eislaufunion DOI zurück. In der EM-Vorbereitung hatten ihn Probleme mit einem Weisheitszahn behindert, die unumgängliche Operation wird nach Saisonende durchgeführt. Unzufrieden ging auch Javier Fernandes vom Eis. Der Traum vom 7. EM-Titel nacheinander ist für den Olympiadritten aus Spanien fast schon ausgeträumt. Als Dritter mit fast 9 Punkten Rückstand auf den führenden Russen Michael Kolchada dürfte der allerletzte Wettkampf des zweimaligen Weltmeisters am Samstag 9.15 Uhr kaum mit einem letzten Sieg enden. Der Aufprall war schon ein bisschen heftig. Trainerin Romy Österreich blickte enttäuscht ins Leere, nachdem ihr 26 Jahre alte Schützling-Fans bei einem eher leichten Pflichtelement zu Fall gekommen und sogar mit dem Hinterkopf leicht auf das Eis geschlagen war. Schon zuvor hatte der deutsche Meister das letzte Risiko gescheut und auch den geplanten vierfachen Tö-Loop zum Auftakt seiner Sprungkombination ausgelassen. Vielleicht habe ich diesen Sprung im Training zu oft probiert. Dabei habe ich mich ein wenig verletzt und wollte daher nicht zu viel riskieren, sagte der Sportsoldat, der vor zwei Jahren bei den europäischen Titelkämpfen den 10. Platz belegt hatte. Sein überflüssiges Missgeschick in der Minsk-Arena, so Fans weiter, habe ihm leid getan, ein blödes Gefühl vor solch einem tollen Publikum. Der Aufprall war schon ein bisschen heftig. Ich kann ihn immer noch spüren, aber ich bin in Ordnung. In der Kür will ich den vierfachen Tö-Loop auf jeden Fall zeigen.